Generell, wenn man das Thema Alkohol am Steuer thematisiert, wird meistens versucht mit Konfrontation mit dem Problem. Man zeigt dann Bilder von Unfällen, die passiert sind und zermatschte Autos gegen einen Baum und Leichen und keine Ahnung was. Und zeigt diese Bilder und sagt dann, dass es dadurch entstanden, dass jemand besoffen Auto gefahren ist. Und dann hat man natürlich immer erstmal so ein bisschen Wut, Trauer und denkt sich, boah, krass und so. Und warum hat er das denn überhaupt gemacht? Ja, genau diese Frage. Warum fährt jemand besoffen Auto? Und diese Frage habe ich mir gestellt, warum tun das so wenige Leute aufgreifen oder fast gar keine? Alle zeigen nur quasi die Aktivität an sich. Man fährt besoffen Auto und dann die Folge davon, dass ein tödlicher Unfall oder ein schwerer Unfall, dass jemand querschnittsgelähmt hat oder sowas, dass das dann die Folge davon ist. Ist ja jedem klar. Nur gucken wir uns viel zu selten die Ursache an. Ich meine, wenn ich mir beim Zigarettenpäckchen eine verbrannte Lunge angucken muss oder sowas. Das gehört dazu. Das ist einfach die Folge vom Rauchen. Aber beim Alkohol am Steuer muss man gerade bei Jugendlichen gucken, dass man natürlich die Ursache findet. Wie kommt es dazu? Man muss sich diese Frage stellen. Wie kommt es dazu, dass jemand besoffen ins Auto steigt. Und da kann ich ehrlich sagen, dass man am besten sich an die eigene Nase packt, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat und es im schlimmsten Fall selbst gemacht hat. Und in dem Fall kann ich zugeben, ich habe es selbst gemacht. Ich kann sagen, dass ich das nie geplant gemacht habe. Ich habe nicht geplant, ich werde mich heute Abend besaufen und setze mich danach ins Auto und fahre. Und es unterschätzen zu viele. Zu viele unterschätzen einfach, dass es alles situationsbedingt ist. Gerade bei meinen Vorträgen werde ich dann auch immer oft gefragt, weil ich dieses Thema natürlich thematisiere, Alkohol am Steuer, wie kommt es dazu, die Ursache? Ich nenne nicht die Folgen, das zeigt dann irgendwie Bilder, die dann ein kaputtes Auto, zermatschtes Auto oder was weiß ich, was tote Menschen zeigen, sondern die Ursache. Man muss den Jugendlichen die Ursache zeigen und werde danach auch immer gefragt, wie kommen sie denn überhaupt darauf, dass sie das so sagen? Dann sage ich habe es selbst gemacht. Ich bin selbst ins Auto gestiegen und bin gefahren und habe mir am nächsten Tag gedacht, mein Gott, bist du bescheuert, wenn da was passiert wäre. Wenn da was passiert wäre. Das Problem ist, nächstes Wochenende, zack, wieder getrunken und wieder ins Auto gestiegen. Wenn wir uns jetzt mal die Ursache angucken, kann ich aus Erfahrung sagen, dass es situationsbedingt ist. Macht immer die Situation aus. Ein ganz einfaches Beispiel. Ich laufe in die Disco rein, bin mit dem Auto, bin mit vier Freunden unterwegs gewesen. Wir sind dann zu fünft in die Disco reingegangen und dann heißt es natürlich, ja, hier, ich möchte trinken. Irgendein Freund, ich sag jetzt einfach mal, Max, hier die Autoschlüssel, ich trinke, du fährst. Das ist einfach ein ganz banales Beispiel, wie es dazu kommt, dass man wirklich besoffen Auto fährt. So, wir sind um 11 im Club, weil das ist so die gängige Zeit, wo die meisten in den Club gehen. Dann trinkt man die ersten zwei, drei Gläser, geht ein bisschen tanzen und ruckzuck ist 1 Uhr. So. Ich bin gerade warm gelaufen, ja, Höhepunkt des Abends und Max hat schon um 2:30 keinen Bock mehr, ist müde, hat sich dann zwei Wasser und einen Red Bull reingezogen und hat einfach keinen Bock mehr. Jetzt kommt natürlich der springende Punkt. Er möchte auch irgendwann abziehen und er hat ja die Autoschlüssel und ich bin jetzt schon so ganz angetrunken und besoffen und bin voll im Party-Trip und denke mir, okay, heute geht's richtig ab, ja, noch einer und noch einer, weil kann ja nicht aufhören irgendwann, ja. Irgendwann kommt Max zu mir und sagt, hey, ich habe keinen Bock mehr. Was macht man dann immer? Und ich meine, die mal mit einer besoffenen Person gesprochen oder diskutiert haben, ihr wisst ganz genau, wie gut das funktioniert, nämlich gar nicht. Ja, gut, Max, wir bleiben noch mal 20 Minuten und dann kommen noch mal und dann chillen wir und keine Ahnung was. Ja, aber Hauptsache, man beruhigt ihn erstmal, man hält sich immer die Option offen, dass man noch mal nach Hause gefahren wird. Und man kann wenigstens weiter feiern. In dem Moment macht man sich nicht so gute Gedanken, nicht so viele Gedanken, weil es ist oft im Zustand, wenn man alkoholisiert ist, man denkt immer unlogisch. Das ist normal. Das ist normal. Und in dem Moment, wo Max dann geht, ich habe ihn überredet und dann sagt er mir, ja gut, weißt du was, dann bleiben wir noch 20 Minuten und dann ziehe ich aber ab. Dann gehe ich aber. Ja, ist kein Problem. In diesen 20 Minuten lerne ich ein Mädel kennen, habe sie angetanzt, sie ist selber angetrunken oder keine Ahnung was. Und dann denke ich mir, wow, cool, die mache ich heute klar. Die mache ich heute definitiv klar. Ja, Atmosphäre stimmt. Sie hat genug getrunken, ich habe genug getrunken. Und mit klar machen meine ich nicht abschleppen ins Bett, sondern einen richtig schönen Abend
wenigstens Facebook oder die Nummer klar machen, aber da muss ich mich ja noch ein bisschen mit der unterhalten. Geht ja nicht, dass ich nach 10 Minuten direkt frage, ey, du, war ein nettes Gespräch, gib mal deine Handynummer. Kriegt man nicht. Natürlich kommt dann Max zu mir, ich gerade am Tanzen mit dem Mädchen, sagt, ey, jetzt zieh ich ab. Was passiert in diesem Moment? Gucke ich mir doch das Mädchen an und sage, hey, Max, weißt du was, gib mir die Autoschlüssel. Oder im schlimmsten Falle gibt er mir die Autoschlüssel, ohne dass ich ihn fragen muss. Ja, im schlimmsten Fall. Und dann sagt er hier, ich fahre mit der Bahn nach Hause, mach was du willst. Ist ja mein Auto, nicht sein Auto. Und dann gibt er die Verantwortung weiter. Ich wiederhole und betone nochmal, das ist eine von vielen möglichen Situationen, wie es dazu kommt, dass man bis auf dem Auto fährt. Es gibt natürlich eine Million andere Situationen, aber das ist halt einfach eine Situation, die sehr oft vorkommt. Da gibt es tausend Lösungen, aber diese Situation habe ich selber schon oft erlebt. Gut, dann ist Max weg. Ich mache natürlich weiter bis 5 Uhr morgens und bin stockbesoffen und laufe dann mit den Mädels raus. Und dieses Beispiel bringe ich natürlich auch sehr oft bei meinen Vorträgen. Da fangen die meisten an zu lachen, aber es ist wirklich so. Da laufe ich mit dem Mädchen raus. Links steht mein Auto geparkt, hinten in der Ecke, und rechts ist die Bushaltestelle. Was werde ich tun? Was werde ich in dieser Situation mit einem alkoholisierten Kopf tun? Wo habe ich mehr Chancen? Ich meine, die Antwort liegt ja sowieso auf der Hand, aber wo habe ich denn mehr Chancen, wenn wir uns mal ganz blöd die Frage stellen? Wenn ich das Mädchen jetzt zur Bushaltestelle begleite und mit ihr auf den Bus warte und sie dann nach Hause begleite? Oder wenn ich jetzt sage, da vorne, ich habe mein Auto, komm, ich fahre dich heim. Schön mit lauter Musik und im schlimmsten Falle gebe ich noch mal richtig Gas und fahre richtig schnell und versuche, dich zu beeindrucken. Ich glaube, das Ganze muss ich nicht mehr beantworten, die Antwort kennt ihr selbst. Und so kommt es dazu, dass man alkoholisiert Auto fährt. Und was macht das dann eigentlich für einen Sinn, wenn man so einer Person Bilder zeigt von toten Menschen oder sowas? In dem Moment bin ich doch eh besoffen, das schreckt nicht ab. Genau wie diese Bilder auf Zigarettenpäckchen, das schreckt ein bisschen ab, okay. Aber es erzielt nicht die eigentliche Wirkung, die man möchte. Und da sind wir wieder bei den Faktoren. Und ich finde, bei den Faktoren müssen wir den Akzent wieder auf uns selber legen. Die Verantwortung auf uns selbst. Man darf die Verantwortung nicht abgeben. Das bedeutet, wenn ich vorhabe zu trinken und ich fahre Auto und bin dann in dieser Situation, dann plane ich voraus. Dann plane ich voraus, indem ich den besagten Max sage, hör mal zu, sollte es heute der Fall sein, dass, keine Ahnung, wie es dazu kommt, dass ich nicht nach Hause möchte, du nimmst mein Auto mit nach Hause, ja, ich habe noch genug Geld in der Tasche, ich fahre entweder mit dem Taxi oder mit der Bahn, und wenn ich besoffen bin, dann musst du halt eben gucken, entweder verarsch mich oder überrede mich oder was weiß ich, aber gib mir auf keinen Fall die Autoschlüssel, das muss vorher klar sein. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, man muss sich selbst in dem Moment, wo man noch nüchtern ist, überlegen, wie man sich selber die Möglichkeit nehmen kann, um Auto zu fahren. Weil wenn man besoffen ist und die Versuchung zu groß, dann fährt man ein Auto. Und im schlimmsten Fall hat man dann wirklich einen Menschen umgebracht oder sich selbst. Und deswegen betone ich es nochmal, man muss versuchen, sich selbst im Vorhinein, man plant den Abend und guckt, wie man sich selbst die Möglichkeit, man darf nicht die Möglichkeit haben, wenn man besoffen ist, ins Auto zu steigen und zu fahren. Weil wenn man dann wirklich besoffen ist, um 5 Uhr morgens, ist meistens die Situation auch so gegeben, dass man immer sehr müde und schlapp ist. Man will am liebsten schnell, schnell nach Hause. Und dann kommen wir jetzt zu dem springenden Punkt, weil wenn ich das erste Mal gemacht habe und ich bin dann zu Hause und glaubt mir, es funktioniert oft, es funktioniert sehr, sehr oft. Man kommt wirklich sicher und wohlig warm, ohne nass zu werden im Regen nach Hause. Es passiert nichts. Meint ihr, das wird dann weniger oder dass man sich das öfter traut und macht? Dass man, wenn man alkoholisiert ist, Auto fährt? Weil in dem Moment, wo man es schon mal gemacht hat, in dem Moment, wo es schon geklappt hat, hat man beim zweiten Mal viel weniger Hemmungen, steigt einfach ein und irgendwann tut man es so gewissenslos, dass man einfach einsteigt und das ist einem scheißegal. Und dann sind wir wieder bei dem Planen. Also ich weiß nicht, ob Menschen sich wirklich, gibt es bestimmt, die sich dann komplett vornehmen, ey, heute Abend will ich richtig saufen und sowas, wie kommst du nach Hause, ja, mit dem Auto ist kein Problem, habe ich schon oft gemacht, ich kann es. Selten geben es Leute zu, manche wissen schon vorher, dass sie heute trinken werden und mit dem Auto nach Hause fahren, manche verarschen sich selbst und sagen, ja, ich trinke aber heute nur 2 Gläser und dann kann ich ja noch fahren oder ein Gläschen oder eine Dose oder keine Ahnung was. Und im Endeffekt läuft es immer auf selbe hinaus, dass man dann alkoholisiert fährt. Und
Am Ende des Tages gibt es wirklich diese gute Möglichkeit, dass man auf die Situation bezogen sich selbst dann die Möglichkeit nimmt, Auto zu fahren. Entweder lässt man sich fahren oder man fährt mit dem Auto hin, gibt die Schlüssel irgendeinem Kumpel, der dann einen nach Hause fährt. Und ich finde die Aussage immer, es ist so lasch, weil das ist für mich keine Lösung. Ja, wenn du besoffen bist, dann kann man doch einfach mal das Auto stehen lassen. Wir sehen doch, es funktioniert nicht. Die lassen das Auto nicht stehen, anscheinend. Anscheinend funktioniert es nicht. Also ist das für mich keine Lösung. Am Ende des Tages, im nüchternen Zustand planen und sich die Möglichkeit nehmen, mit dem Auto zurückzufahren. Weil wenn man nicht die Möglichkeit hat, kommt man erst gar nicht in Versuchung und dann hat man das Problem gelöst. Mein Name ist Afawi und ich stehe für Alkohol genießen lernen.